Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Preview hier auf meinem Kanal. Wir sind in Stuttgart, Stuttgart gegen Frankfurt, 10. Spieltag. Und wir sehen, Stadion ist pickepacke voll, schönen Choreo und einen Spieler im Fokus, die Davi. 10. Einsatz jetzt und nur 0 Tore, ist noch nicht so wirklich in der Saison drin, wird sich hoffentlich für die Stuttgarter irgendwann mal ändern. Vielleicht geht es ja heute schon damit los. Und auf der anderen Seite steht natürlich eine Mannschaft, die in echt einen richtig hohen Kurs hat. Aber wir gucken jetzt erstmal auf die Aufstellung von Stuttgart an. Bisher nichts Neues. Vorne Gomez drin und González. Also es hat sich zum letzten Spieltag nichts geändert. Und somit die gleiche Aufstellung. Wie gesagt, also hier Eintracht Frankfurt hat den echt einen Höhenflug schlechthin. Bei denen läuft es ja richtig gut. Stuttgart dagegen sieht sich im Keller. Das ist die Aufstellung der Frankfurter. Trapp natürlich im Tor. Davor Williamson, Dieker, Abraham und Kostra. Hasebe de Guzman im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld Rebic, Gacinovic und Müller. Und ganz vorne Aller, Kain, Jovic. Der sitzt allerdings auf der Bank. Also ist sozusagen Frankfurt hier Favorit. Bei mir sieht es so aus, dass Stuttgart, glaube ich, in der Tabelle vor ihnen ist. Somit ist Stuttgart hier Favorit. Wir werden es nach 90 Minuten sehen, wer hier der wirkliche Favorit ist und wer das Spiel am Ende gewinnt. Die Stuttgarter haben angestoßen. Spiel läuft. Stuttgart spielt von links nach rechts in den weiß-roten Trikots. Die Frankfurter in den roten Trikots komplett. Das heißt, man kann sie gut auseinanderhalten. Und die Stuttgarter versuchen direkt anzugreifen, allerdings holt sich Aller den Ball und wir sind in der 6. Minute. Da ist Tommy, da ist Gomez, da ist Gentner, da ist das Tor. 1-0, 6. Minute, Christian Gentner zum 1-0 für die Hausherren. Das ging mal schnell. Dreimal Kopfball. Ne, nur zweimal. Und beim zweiten Mal ist er auch reingegangen. Trapp zu weit draußen, da hätte sich entscheiden müssen. Entweder geht er komplett drauf oder er lässt es, denn sonst wäre das Tor nicht gefallen. So stand er halt, wie gesagt, zu weit draußen. Gentner konnte drüber köpfen und somit das 1-0. Drittes Saisontor für den Kapitän der Stuttgarter. Jetzt kommt aber Frankfurt mal mit Müller. Erste Chance der Frankfurter und De Guzman holt sich den Ball wieder. De Guzman, De Guzman, De Guzman! 10. Minute, 1-1. Da hat Frankfurt mal kurz gepresst und schon steht es hier 1-1. Das ging zu einfach. Aber gut, Zieler macht natürlich auch perfekten Fehlpass hier. Rennt zurück. Ist in der Tor, also sie hätten eigentlich haben können. Aber vielleicht hat Aller da auch noch ein bisschen. Ja, der hat die komplette Sicht verdeckt, sieht man hier. Und er ist auch sehr gut eingeschlagen, die Guzmans Ball. Also, ja, für Zieler doch keine Schuld. Zweites Saisontor für den Spieler aus Frankfurt. Und Frankfurt noch weiter. 14. Minute mit Rebic. Rebic, macht er ihn selber? Rebic. Er passt auf Aller. Gacinovic, 2-1. Auch mit dem Kopf wie Gentner. Gacinovic macht hier den Führungstreffer für Frankfurt. 15. Minute. Und dass er ein Kopfballtor macht, das ist selten. So schnell kann man übrigens auch mal ein Spiel drehen. Innerhalb von 4 Minuten. Rebic hier, super. Dann Aller versucht es. Zieler kann nur nach vorne abblocken. Tor ist somit frei. Und Gacinovic kann einköpfen. Pavard kommt auch zu spät. Und das ist sein zweites Saisontor auch. Frankfurt kommt schon wieder. 23. Minute mit Willems. Willems, da ist
Da ist Müller an die Latte. Aber der Guzmán kommt wieder. Was macht er? Auf Müller. Und jetzt hat ein Zieler sicher. Also Frankfurt hat eindeutig das Heft jetzt hier in der Hand. Sie kommen schon wieder. 34:0 mit Aller. Ja, Aller flankt. Da ist Müller. Zieler über die Latte gerade noch gelenkt. Ins Aus rein. Sonst hätte er nämlich auch schön eingeschlagen im Kasten der Stuttgarter. Wir können die Wiederholung, glaube ich, nicht mehr sehen. Nee, wir können nur noch die Ecke jetzt. Gacinovic auf Müller. Da Costa! 3:1, 35. Minute. Boah, Frankfurt nimmt auch die Stuttgarter auseinander. Und es gibt Pfiffe der Stuttgarter Fans. Selbstverständlich. Und wie frei da Costa da war. Keiner war bei ihm. Gar keiner. Und somit hier das 3:1 für die Hessen. Dürfte sein erstes, ja, erstes Saisontor für da Costa. So, Nachspielzeit. Die Stuttgarter kommen nochmal. Mit Gomez. Was macht er? Er spielt auf Tommy. Tommy flankt. Das Castro, aber jetzt könnte es nochmal einen Konter geben. Der Frankfurter. Nee, gibt's nicht mehr. Denn der Schiedsrichter pfeift ab. Es geht zur Halbzeitpause. Und Frankfurt führt auswärts 3:1 schon nach einem 0:1. Es gibt viele Pfiffe. Der Stuttgarter Anhänger sind gar nicht zufrieden mit ihrer Leistung. Und das ist auch ein bisschen verständlich, denn nach dem 1:0 haben sie gar nichts mehr hingekriegt. Da hat nur noch Frankfurt gespielt und das sind die Statistiken hier. Klar, Führung für die Hessen ist in Ordnung. Auch mehr Ballbesitz. Und jetzt sehen wir uns die zweite Halbzeit an. Mal sehen, was Stuttgart da noch machen kann. Frankfurt hat erstmal den Ball in Form von Rebic. Jetzt Gacinovic, aber der macht einen Fehlpass. Und hier haben wir nochmal einen Spieler im Fokus. Strippenzieher. Nikolai Müller von Eintracht Frankfurt. Und sie kommt schon wieder mit De Guzmán. De Guzmán, De Guzmán, Aller. Und Müller. Oh, wieder übers Tor. Gerade so drüber bekommen. Oder war es Rebic? Wer hat da geköpft? Ne, Müller war es. Ja, Müller. Zieler stand wieder einen Tick zu weit draußen, kam aber rechtzeitig zurück, konnte somit nochmal übers Tor lenken den Ball. Sonst hätte es hier 4:1 gestanden, aber sie kommt schon wieder. Dachte ich jedenfalls, da ist Bad Stuber. Oh, was machen die für einen Fehler? Müller, das Hasebe. Hasebe, Aller. Aller seitfalls hier. Wie schon letzte Saison. Diesmal aber war es zu Hause. Da haben sie zu Hause gerade noch das späte Tor durch den Seitverzieher von ihm gemacht und somit gewonnen. Hier macht er das 4:1, auch wieder sehr schön. Liegt lange in der Luft und Zieler, ja, sie spielen halt hinten rum, obwohl sie zurückliegen, deutlich zurückliegen. Da braucht man sich nicht wundern. Zieler war sogar noch dran am Ball, konnte ihn nicht komplett abwehren und somit passiert dieses Tor und es ist auch entschieden, das Spiel. Fünftes Saisontor für den Frankfurter. Akolo kommt für Tommy bei Stuttgart noch in die Partie. Es wird noch ein Tick offensiver in der 70. Minute. Und Kostic bei Frankfurt für Rebic aufs Grün. Das ist ein positionsgetreuer Wechsel. Nochmal was Frisches für die Flügel. Und da ist er auch schon. Kostic. Boah, knappes Ding. Fabian ist inzwischen auch in der Partie drin. Frankfurt will es noch höher machen. 85. Minute, Fabian hier mit dem Schuss, aber der war sehr mittig. Somit sollte Zieler damit kein Problem haben. Und so war es auch. Aller ist raus, dafür ist Jovic rein. Und es gibt eine Ecke nochmal. Aber erstmal Donis für Gomez. Von Gomez nichts zu sehen, außer der Vorarbeit zum 1:0. Jetzt kann Donis hier nochmal was zeigen. Und Aogo für Didavi in der 88. Minute. Didavi wieder komplett unterm Radar. Frankfurt kommt nochmal. Natürlich. Da ist Ndika, da ist Jovic.
Da ist Costa. Costa komplett frei. Costa, Costa. Costa. Ja, Costa 5:1 in der Nachspielzeit. Erst an die Latte. Somit legt er sich selber den Ball vor. Und dann köpft er über Ziele. Also es gibt echt hier viele Torwartfehler in dieser Partie. Einen von Trapp, der das 1:0 kassiert hat somit. Dann nochmal zwei, dreimal Zieler. Das ist echt bitter für die Torhüter hier in dieser Partie. Franco kann es besser nutzen. In Form von Kostic jetzt hier. Und er macht hier auch noch seinen Punkt, sein Tor sozusagen vom Punkt, so kann man sagen. Denn es waren 11 Meter circa. Und jetzt warten wir noch auf einen Abpfiff. Dürfte nicht mehr lang gehen. Damit sind die Stuttgarter auch erlöst dann. Und die Frankfurter können den nächsten Sieg feiern. Oh, da kommen die Stuttgarter in Form von Gentner nochmal. Aber am Ende ist Kostic da, der die Frische gehabt und Kostic den Ball abnehmen. 5:1 gewinnt Frankfurt auswärts in Stuttgart. Riesen Pfeifkonzert der Stuttgarter Fans. Ist aber auch, ja, wie gesagt, verständlich. Die Frankfurter können jubeln und sich auf die nächste Partie konzentrieren. Kostic hier, zwei Versuche, ein Tor. Ja, das war in der gleichen Sekunde sozusagen. Und er ist anscheinend auch Spieler des Spiels geworden. Die Statistiken sehen so aus, dass es hier 17 Schüsse aufs Tor, 15 davon direkt aufs Tor. Auf der anderen Seite 8:3, also mehr als verdient geht nicht. Hätte sogar noch höher sein können. Frankfurt ist somit jetzt erstmal 13. Und Stuttgart, konnte man jetzt gar nicht mehr sehen. Frankfurt bleibt trotzdem unten noch drin, aber das ändert sich auch demnächst, denke ich mal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen und ein Kanal-Abo. Wenn ihr es gemacht habt, könnt ihr gerne noch die Glocke drücken. Und dann sehen wir uns schon bei der nächsten Preview wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.